Wir betrachten den elektrischen Strom mal ein kleines bisschen wissenschaftlicher. Ich habe hier gleich mal zu Anfang einen Link eingefügt, was ist elektrischer Strom wirklich? Da lässt sich das ein bisschen, sagen wir mal, volkstümlicher begreifen, ein bisschen leichter. Wenn ihr auf diese Links klickt, das gilt immer, dann warten diese Videos hier. Ihr könnt also in Ruhe das andere angucken und dieses bleibt stehen und ihr kehrt dann hier wieder zurück. Nochmal zum Thema Spannung. Das hat man im anderen Video auch schon geklärt. Das ist eine Potentialdifferenz, also eine Differenz unterschiedlicher Feldstärken. Ich nehme mal zwei Punktladungen. Eine blaue hier und eine lilane. Beide sind negativ geladen, das heißt, die stoßen einander ab. Jetzt müsste jedem klar sein, dass wenn ich diese Probeladung näher an dieser Punktladung dran habe, die Kraft größer ist, die abstoßende, als wenn es weiter weg ist. Der Unterschied zwischen den beiden Entfernungen, der ist der eigentlich wichtige. Ich nenne ihn mal hier einfach R, denn das ist der Unterschied der beiden Feldstärken, der Unterschied der beiden Potenziale. Potenz heißt ja, es könnte, es kann, wenn es will. Notfalls, glaube ich, hier nochmal nachgucken, Potenzial und so weiter. Wenn es allerdings nur um Punktladung geht, muss man die abstoßende Kraft oder die anziehende, je nachdem, hier ist die abstoßende, nach dem Coulomb'schen Gesetz berechnen. Und zwar ein gewisser Faktor darin enthalten ist, also 1 durch 4 und Pi und Epsilon 0, das ist die elektrische Feldkonstante. Kommen wir später in anderen Sachen drauf, ist jetzt nicht so schlimm. Aber wichtig, die Größe der beiden Ladungen, also nicht volumenmäßig, sondern wie viel Ladungen sie haben, wie stark sie geladen sind und geteilt durch ihren Abstand zueinander, aber zum Quadrat. Das heißt also, hier muss ich mich ein bisschen anders behelfen. Ich möchte ja aber auf den elektrischen Strom kommen. Das hat ja hier eher was mit Statik, Elektrostatik, also mit Zuständen, die sich eigentlich nicht ändern zu tun. Deswegen jetzt hier auf diese Idee. Elektrischer Strom ist Ladungsträgertransport. Und jetzt die Idee, wir tun mal so, als wenn wir einen Kondensator weit voneinander, also die Platten weit voneinander entfernt anbringen und entsprechende Spannung anlegen. Und diese Elektronen, die hier auf dieser linken Seite sind, die bevölkern in Anführungsstrichen die ganze Platte und stoßen einander ab. Wenn der Pluspol zu weit entfernt ist, gibt es keinen elektrischen Strom. Das werden wir gleich ändern. Aber die Feldstärke ergibt sich aus Kraft pro Ladung, also diese Kraft durch die Ladungsmenge hier geteilt. Wenn ich das mal umstelle, dann sage ich, die Kraft ist also die Ladungsmenge und das abhängig auch von der elektrischen Feldstärke. Das kennen wir aus der Mechanik. Die beschleunigende Kraft ist abhängig von der Masse, die beschleunigt wird und von der Beschleunigung selber. Wir gucken mal weiter. Mal sehen, was noch auf uns lauert. Naja, ich habe das ja alles vorbereitet. Ich weiß schon, was lauert. Wir müssen mal zwei Zustände betrachten. Und zwar diesen Kondensator, den ich eben meinte. Hier, diesen. Den verbinde ich jetzt mal. Also ich mache mal praktisch hier aus dem ganzen Ding einen elektrischen Leiter. So ist es gemeint. Warte mal, das mache ich mal weg. Das ist nicht schön. Auch die Striche sind nicht schön. Na komm. Na, wirst du wohl? Ist denn das die Möglichkeit? So. Und ich habe also die beiden Platten sozusagen verbunden mit Metall. Ich lege mal keine Spannung an, das ist der Zustand 1. Dann sind die frei beweglichen Elektronen dieses Metalls in ziemlicher Hektik und zwar ziemlich schnell sogar. Die driften um ihre zugehörigen Atomrümpfe, sagt man auch, also um ihre zugehörigen Atome herum und zwar mit hoher Geschwindigkeit. Die ist bloß mal nebenbei erwähnt. Man sagt dazu Driftgeschwindigkeit. Also die schieben hin und her und das ziemlich hektisch und sehr ungeordnet. So ähnlich wie bei der Brownschen Molekularbewegung. Muss man sich's vorstellen. Wenn ich jetzt aber hier eine Spannung anlege, also jetzt wieder mein oberes Bild des Kondensators verfolge, und das ist ja kein Kondensator mehr, sondern ich habe es mit einem Leiter zu tun, dann plötzlich werden die alle entsprechend ausgerichtet. Allerdings ist die Driftgeschwindigkeit, bloß mal informativ, nur 0,1 Millimeter pro Sekunde gegenüber 1000 Kilometer pro Sekunde. Gut, die bewegen sich auf relativ engen Raum sehr schnell. Das kann uns egal sein. Das kann uns eigentlich auch egal sein, wie langsam doch die Elektronen sich innerhalb des Leiters bewegen. Aber die schubsen sich an, und zwar mit Lichtgeschwindigkeit. So kann man sich's vorstellen, was diese Geschwindigkeit angeht. Nochmal auf die Atomrümpfe bezogen. Und jetzt kommt das ein bisschen verrückt.
Ja, wenn die sich alle anschubsen, dann gibt es ja auch Lücken. Die Lücken gibt es nicht, denn die werden ja von diesen Elektronen, die von der Spannungsquelle kommen, wieder aufgefüllt. Fließen hier wieder raus und zurück zur Spannungsquelle. Also das ist nicht das Problem. Wenn ich jetzt also sage, die Kraft, die auf diese Elektronen wirkt, ist Q mal E, also dann kann ich auch zur elektrischen Feldstärke sagen, das ist mein elektrischer Beschleuniger. So ähnlich wie A, ne, die Erdbeschleunigung G oder was auch immer in der Mechanik. Daraus folgt aber, ich sagte ja, I, die Intensität, die Intensity, I, die Stromstärke, ist, wie viele Ladungen pro Zeiteinheit fließen. Folgt daraus. Aber eigentlich folgt es nicht daraus. Sondern wir sagten ja, das ist Ladungstransport. Wenn es um einen Transport von irgendwelchen Dingen geht, dann ist die Intensität, wie viele Ladungen pro Zeiteinheit fließen. Dementsprechend ist auch die Einheit Coulomb pro Sekunde. Aber wir sagen mittlerweile Ampere dazu. Was folgt jetzt aber wirklich nochmal daraus? Hier, aus dieser Gleichung hier, F ist Q mal E, kann ich doch sagen, je größer die elektrische Feldstärke ist, umso größer sind die Potentialunterschiede. Potentialunterschiede bedeuten aber Spannung. Das heißt, der Strom ist proportional zur Spannung. Je höher die Spannung, umso mehr Strom. Umso mehr kann ja transportiert werden. Je mehr elektrisches Feld ich habe und ich brauche nur eine bestimmte Kraft, dann kann ich mir leisten, auch mehr Ladung zu transportieren. Das ist jetzt ganz unwissenschaftlich gesagt, aber ich möchte bloß, dass es leichter irgendwie verstanden wird. Also über diesen Zusammenhang bitte nochmal nachdenken, das macht es eigentlich erst spannend. Andererseits gibt es auch ein Gesetz, und zwar die Spannung geteilt durch die Stromstärke ist immer eine gewisse Konstante. Oder anders gesagt, die Spannung ergibt sich aus der Konstanten und die heißt nun mal R wie Resistance, Widerstand, mal I. Allerdings bei konstanter Temperatur. Dazu aber die Links dann zu anderen Videos entsprechend. Da gehen wir nochmal auf das sogenannte Ohmsche Gesetz ein. Das hat jetzt damit nichts zu tun. Ich hoffe, ich habe einiges noch etwas wissenschaftlicher, obwohl ich mich nicht gerne so wissenschaftlich, sondern lieber etwas locker ausdrücke, beigetragen und wünsche euch was Schönes. Macht's gut, tschüss.